Erzähl ganz viele Sachen. Ein Busch zum Beispiel. Was ist denn da ein Busch? Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Tja, den Busch können wir bestimmt irgendwie beseitigen. Eine Schildkröte. Ist, warum der Künstler sich gerade... Okay, nochmal. Die Statue einer Schildkröte. Warum der Künstler sich gerade für dieses Motiv entschieden hat, bleibt dem Betrachter verschlossen. Schildkröten sind stumm, irgendwie sympathisch. Tja. Oh, okay, wir haben die Schildkröte mitgenommen. Noch eine Schildkrötenstatue. Okay. Eine Zunge können wir die auch mitnehmen. Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Können wir es uns anschauen. Die Zunge ist etwas eingraviert. Hier steht, in Gedenken an die mächtigen Meeraugen. Sie beschützten unsere Welt über Jahrtausende hinweg. Sie wachten über uns aus zahlreichen Augen. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte der Fatali-Baumelone als Opfer dar. Und sie dankten es uns, indem sie Licht in unser Leben brachten. Steinmetzpoeten. Nein, da bewegt sich nichts wie in meinem Leben. Oh, okay, Statue. Entweder hatten die Menschen früher seltsame Köpfe oder schlechte Bildhauer. Tja. Ich habe das Bedürfnis, ebenfalls die Zunge rauszustrecken, aber das wäre unter meiner Würde. Nein, da bewegt sich nichts wie in meinem Leben. So, wir müssen das Gestrüpp irgendwie kaputt kriegen, um zum Tor zu kommen. Es ist verschlossen und ich sehe auch kein Schlüsselloch. Eine typische Sedgwick-Situation. Hallo, Shana? Shana nicht da. Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Vielleicht mit dem Kescher. Ich schleppe so viele Sachen mit mir rum, aber ich habe scheinbar nichts, was mir hilft, hier durchzukommen. Ist ja vielleicht die Schildkröten. Ich schleppe so vieles, aber ich habe... Okay, wir haben schon mal nichts, was... Okay, da können wir noch nichts mitmachen. Vielleicht kann man die Schildkröten irgendwo anders für benutzen. So, in der Höhle waren wir noch nicht. Und zumindest an der Höhle. Ein Totem. Das hier scheint eine Art Kultstätte zu sein. Ein Friedhof? Nein, wohl eher eine Opferstelle. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Das ist ein gutes Vorhaben. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten. Es reicht schon, wenn mich... Man sollte nicht fremde Kulturstätten schänden. Ich habe es mir zur Regel... Es reicht schon... Man sollte das Schicksal nicht herausfordern. Das ist, ja... Eine Schüssel. Ja, das können wir doch gebrauchen. Nein, die Schüssel... Okay, aber wieso können wir sie nicht? Ich will nicht noch eine Gottheit erzürnen. Aus irgendeinem Grunde scheinen die ohnehin schon alle sauer auf mich zu sein. Okay, aber wie nehmen wir die mit? Es scheint eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Wir brauchen die jetzt wahrscheinlich als Schüssel für... Na, Schüssel ist fest. Womit? Ich habe das jetzt immer überblättert. Die Schüssel ist fest mit dieser steinernen Totemfigur verbunden. Okay, wir können sie von der steinernen Totenfigur bestimmt trennen. Ich habe es mir zur Regel, es reicht schon, wenn... Die Schüssel ist fest. Wir müssen davon lösen. Haben wir Lösemittel mit dabei? Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen wahllos fremden Gottheiten opfere. Das habe ich oft genug ausprobiert. Ich dachte... Nicht abbeißen. Ich werde meine Probleme... Das habe ich oft... Da geht's entlang. Ui. In der Höhle sind wir. Ein Spinnennetz. Okay. Das war gerade der Augenblick, in dem meine Verdrängungsmechanismen eingesetzt haben. Ich werde im Folgenden nicht mehr darüber reflektieren, dass noch niemals irgendwo ein Spinnennetz einfach so entstanden ist, ohne eine entsprechende Spinne. Tja. Frische Spinnweben zu essen soll gesund sein, aber ich glaube, das gilt nur, solange die Spinne kleiner ist als du.
Die ist es definitiv nicht. Natürlich würde ich das Netz auch mit bloßen Händen zerreißen. Aber ich habe da diesen Splitter im Finger. Und das Netz sieht wirklich stark aus. Und es hat vor allem nichts mit meiner Spinnenphobie zu tun. Ja, sicher. Ich bin nicht hier, um Pilze zu... Und diese dort schon gar nicht. Okay. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Noch mehr Pilze. Okay, dann kommen wir auch bestimmt mit der Schaufel. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Zu stark für eine Schaufel. Vielleicht durchbeißen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise... Müssen wir verbrennen, oder was? Mal sehen. Nein, das Netz auf diese Weise... Was zum Brennen bitte? Haben wir Brennen, Feuerzeug oder so? Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier als Opfergabe akzeptieren würde. Ja, ich würde mir vielleicht... Okay, vielleicht können wir das noch probieren. Okay, wir können mal versuchen. Wir können uns das mal anhören. Ich hoffe, es spoilert mich nicht zu sehr. Furzpilze. Furzpilzraum. Also gerade beim Thema Furzpilze könnte ich sehr viel über Norderstedt erzählen. Aber ich glaube, wir lassen es an dieser Stelle und erzählen tatsächlich was über diesen Raum und über die Furzpilze, weil da gibt es bestimmt eine sehr spannende Anekdote. Ein Brückenschlag sozusagen. Ja. Fällt der dir rein? Ja, ich meine, du wirst dir doch was bei Furzpilzen gedacht haben. Du hast jetzt ja nicht nur Furzpilze deswegen in dein Spiel reingemacht, weil du dachtest, dass das eine lustige Idee ist. Sondern das genau daher kam das. Irgendwie jemand hat gefurzt und dann, oh, mach doch Pilze draus. Nein, Quatsch. Ist das der erste? Du hast dir nichts dabei gedacht. Ich dachte die ganze Zeit über da steht, wer weiß, was für eine Metapher dahinter, aber du hast dir nichts dabei gedacht, dass du. Muss ich das jetzt erzählen? Ich möchte schon irgendwie das. Du kannst doch nicht einfach einen Raum voller Furzpilze machen, dann hast du überhaupt nichts dabei gedacht bei den Furzpilzen. Ich habe natürlich an den zweiten Teil gedacht, da wird das Ganze aufgelöst. Ah, aber ich kann das aber jetzt ja nicht erzählen. Nee, das verständlich. Das ist, Furzpilze. Ja. Meine Damen und Herren, Furzpilze. Tja, ich würde schon gerade sagen, Spoiler auf den ersten, auf den zweiten Teil. Ja, bitte nicht. Okay, Pilze pflücken können wir nicht. Wollen wir die Schildkröten reinpacken? Ich werde meine Probleme bestimmt nicht, das habe ich oft. Doch noch ein paar Furzpilze. Arzen. Wie ich die Schaufel mit dem benutzen. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Okay, dann halt nicht. Kommen wir später nochmal wieder. Tja, hier noch ein Kommentar. Der Höhleneingang. Ja. Lange Zeit wussten wir nicht, was wir hier für ein Rätsel hinbauen. Und wir wissen es immer noch nicht. Genau. Wer hat's gemacht? Bade. Richtig. Übrigens, genau solche Figuren stehen auch im Norderstedter Stadtwald. Nein, das stimmt nicht. Das ist leider gelogen. Aber wusstet ihr, dass 2011 Landesgartenschau in Norderstedt war? Das wusstest du nicht, ne? Nee, du bist früher nicht weggezogen. Ja, 2011 warst du schon gar nicht mehr da. Ja, ich habe damals, noch vor der Gründung von The Delic, habe ich schon eine Internetseite gestaltet zur Landesgartenschau. Echt? In Norderstedt. Du hast ja immer nur Webdesign gemacht. Ich habe Webdesign gemacht, ja, ich war Webdesigner. Da erfährt man alles über Landesgartenschauen und zurück zum Screen. Diese Landesgartenschau hier aus Figuren, kleinen Totems, wie wir sie genannt haben, die haben wir sie überhaupt so genannt? Oder war es in Marke 1? Nee, es war der Bade natürlich. Ach, es war Bade. Genau, Bade. Die quasi Opfergaben für was auch immer. Die Spinne wahrscheinlich, die dann im Endeffekt nie auftaucht. Da habe ich mich überhaupt immer schon gefragt, so, warum taucht diese Spinne eigentlich nicht auf? Die kommt ja noch. Ach so. Ja. Das hast du noch in der Hinterhand quasi. Natürlich. Okay, alles klar. Niemand hat es bisher... Das war eine Vorankündigung für Whispered World 2. Ihr Miesen. Spoiler so schon den zweiten Teil. Skandalös.
Ich habe es mir zu... Es reicht schon. Vielleicht können wir ja den Spot da drauf spotten. Hm, das könnte klappen. Der coole runde Spot. Komm mal hier, Spot. Das war eine gute Idee. Hepp. Yay. Gefunzt. Jetzt können wir den Spot wieder rückgängig machen. Sehr schön. Jetzt haben wir ein Gefäß, was wir hier beim Baum einsetzen können. In dem Gefäß können wir doch bestimmt den Harz abkratzen. Sehr schön, jetzt haben wir Schüssel mit Harz. Damit konnten wir irgendwas zusammenkleben. Gebiss und Tatze war es, oder? So, ich habe das Harz auf die Kralle geschmiert. Igitt, jetzt ist sie ganz klebrig. Jetzt vielleicht die Kralle. Hm, ich glaube, daraus ließe sich was nicht schlecht. Noch lange nicht fertig, aber für den Anfang... Ein Krallengebiss. Okay. Und ist noch nicht fertig. Hm, die Schildkröte würde gut zu meinem kleinen Kunstwerk passen. Zweiköpfiges Monster. Okay. Und dann kriegt noch mit dazu. Nicht. Okay, schon noch mit dazu. Korken. Nein, es ist. Ist gruselig genug, so wie es ist. Mein Kunstwerk ist fertig. Nicht schlecht für jemanden mit zwei linken Händen. Oh, das ist ja nur mein selbstgemachtes Kunstwerk. Loch vielleicht. Das ist zu groß, um in das Loch... Tja, also... Da wissen wir noch nicht, wie wir hochkommen. Ich weiß gar nicht, man kann nicht mehr, was man da macht. Man kratzt mit der Schale Harz vom Baum und es steckt auf jeden Fall einen Korken da rein. Oder ach, okay. Und hätte man noch ein Loch? Und man buddelt hier vorne, genau, der Stein. Ja, man buddelt ein Loch. Man muss den Stein wegtun, damit man ein Loch buddeln kann. Was ein Spoiler. Ja, das sind unglaublich wichtige Dinge, die man hier tun kann in diesem Baum. Das wissen wir's. Aber es ist der Screen unterhalb des Baums. Genau. Kann man dann durch das Loch in die Baumhöhle? Ja, ich glaube schon. Jetzt spoilern wir die ganzen Rätsel hier, nur weil wir uns nicht erinnern können. Nee, man kommt, man das muss springen und fällt versehentlich in ein Loch. Ja, genau. Das ist, man muss ja auch dazu sagen, Whispered World liegt unendlich weit in der Vergangenheit für uns. Ein bisschen. Ja, das ist... wann hast du damit angefangen, Marco? Sag doch mal, wann hast du mit Whispered World angefangen? Das war auch so 2007 oder so, ne? 2004, glaube ich. Nee, 2004. Ja. 2006, da kann ich jetzt gleich mal was erzählen. Haha. Und zwar, bevor wir The Delic gegründet haben, habe ich zusammen mit unserem Geschäftsführer, mit dem Carsten Fichtelmann, bei DTP, bei einem Hamburger Publisher, gibt es auch nicht mehr. Das war doch vor eurer Zeit. Ja. gearbeitet in der Marketingabteilung. Also Carsten war da halt großer Chef der Marketingabteilung, also Marketing Director. Und ich war, mich hat er halt gerade vom Studium da hingeholt. Also ich war da erstmal Praktikant und dann halt irgendwie was in der Mitte zwischen Praktikant und tatsächlich Angestellten. Da sollte ich mir halt auch andere Projekte angucken. Da landete tatsächlich auch Whispered World bei mir auf dem Tisch. Das habe ich mir angeguckt und so, oh krass, das sieht so gut aus. Das ist richtig Gold. Und nee, da kam nämlich gerade die Nachricht, dass bei Bad Brain Entertainment das Spiel nicht weiter produziert werden sollte. Und dass Marco Hüllen sein Spiel jetzt quasi der Community schenkt. So zum, wer auch immer die Power hat, es weiterzumachen. Oder so irgendwie so ähnlich ging es. Ja, diese Nachricht kam auch nicht von mir, aber... Achso, die kam auch von dem Kierdorf. Na, natürlich kam die auch von dem Kierdorf. Ja. Ich trotzdem sagen muss, ich danke ihm trotzdem vielmals, weil so wäre das auch nicht in die Öffentlichkeit gekommen. Das Erstaunliche war,
möglicherweise wäre das irgendwo in den hinteren Bereichen unserer Gehirnzellen verschwunden, diese Idee, wenn wir nicht nach einem Jahr oder so, nachdem wir die Firma gegründet hatten, dann einen Bewerber im Bereich Marketing bei uns hätten, auf dem Bewerbungsstuhl. Also wir hatten halt damals so einen Bewerbungsstuhl, es war halt weniger ein Stuhl, es war halt eigentlich mehr so ein Dornenstrauch, also wo man sich so richtig den Hintern blutig saß. Es war halt einfach nur ein dorniger Strauch, den wir halt in den Zimmermitte getan haben. Wir haben gesagt so, wenn ein Bewerber da 10 Minuten sitzen bleibt, dann ist er Delikt-tauglich. Mhm. Und da hat sich halt jemand beworben, ein Dominik Heinexius. Hieß er damals schon? Nein, der Meier. Der hieß Meier, der hieß erst Dominik Meier, genau. Der saß dann da und hat halt irgendwie, wir haben schon gesagt so, ja, der rutscht so auf den Dornen hin und her so. Sein Hintern ist zwar schon ordentlich blutig, und er sitzt immer noch, aber er wackelt schon ziemlich so, ne? Und dann haben wir, eigentlich haben Carsten und ich uns schon so zugenickt und gesagt so, nee, lass den mal gleich wieder rausschmeißen, so. Aber dann als er aufgestanden ist, nachdem er sich halt irgendwie den Hintern ein bisschen abgewischt hat, von dem, also den das ganze Blut abgewischt hat, da sagte er dann so im Nebensatz, ach so, übrigens sagt euch vielleicht der Name Marco Hüllen was. Das ist mein Cousin. Und der Name sagt uns natürlich was, denn wir hatten uns ja sehr intensiv mit The Whispered World und mit der Historie schon beschäftigt. Und so hat Dominik überhaupt seinen Job bei uns bekommen. Sonst hätten wir den ja nicht genommen. Weißt du? Lösch das. Grüße an Dome von dieser Stelle aus. nein, Quatsch. Ja. Aber so ähnlich war es. Ja. Ich erinnere mich halt irgendwie so schlecht an diese Zeit. Das liegt so lange zurück. Ja, war ganz lustig. Damals habe ich ja noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt, wo ich jetzt immer noch wohne. Wieder. Genau. Ja. Und dann war ich im wunderschönen Hamburg und da war es mir irgendwie zu kalt. Ja, ihr wart ja auch nicht wirklich in Hamburg. Seid nach Norderstedt bitte gezogen. Das war ein Fehler. Entwicklerkommentar, das dauert viel zu lange. Niemand. Können wir jetzt nochmal irgendwie. Wir könnten eigentlich über Norderstedt so ein extra Thema hier. Ja, genau, das machen wir im übernächsten Podcast. Erfahrt ihr mehr über Norderstedt bitte. Ja, sehr gut. Und Poki und. Das war der zweite Podcast. Ja. Okay, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben, die den Stein anheben. Steine, die wir nicht anheben können. Okay. Ich komme da noch irgendwann hin. Oh. So, auf der anderen Seite. Ich wusste nicht, dass man über den Fluss stehen kann. Wir können aber jetzt in das Loch einen Korken stopfen. Sehr schön. Und jetzt will ich klettern. Toi, toi, toi. Warum mache ich das? Hat noch... Nein, das Loch... Okay, was wollen wir? Wir wollen doch gerade in den Beruf kommen, oder was? Okay, ja, wie kommen wir da hoch? Nein, das Loch ist... Das Loch ist voll gestopft. Okay. Warum? Das hat noch nie. Und kann er weg nicht hoch? Ich weiß gar nicht, man kann nicht mehr. Man kratzt mit der Schale Harz vom Baum und es steckt auf jeden Fall ein. Ja, man buddelt ein Loch. Man muss den Stein wegtun, damit man ein Loch. Unglaublich wichtige. Ja, 2000. Ja, trotzdem, das ist erstaunlich. Und der sagt. Ja, war ganz gut. Ich weiß gar nicht, man. Ja, man buddelt ein. Ich weiß gar nicht. Und noch ein anderes Mal, ich klicke da mal zu. Ja, trotzdem, das ist erstaunlich. Der sagt. Ja, war ganz gut. Stein. Wo man denn hier einen Stein? Das ist doch ein Prank hier mit dem Stein. Wie soll man da hochkommen? Den Stein wegmachen. Er bleibt auf jeden Fall stehen von dem Stein. Wir können mit dem Stein nicht interagieren. Okay. Tja,
Seid ihr vielleicht noch ein paar Spoiler? Der Raum sah mal grundsätzlich anders aus. Also komplett anders. Ganz klar anders. Ja, denn die Statue war ungefähr einen halben Meter von den Räumlichkeiten her gesehen weiter rechts. Das ist tatsächlich der größte Unterschied. Was mir aber dazu einfällt, also gerade auch in Bezug auf das Verschieben der Statue, ist, dass wir den Raum halt immer benutzt haben in Präsentationen, um Leute, möglichen Geldgebern und so weiter, das Wunder des Parallax-Scrollings beizubringen. Als wäre das halt irgendwie so der Stein der Weisen. Ich meine, in diesem Raum sah es auch einfach fantastisch aus, muss man dazu sagen. Aber wir hatten halt so aufwendige Grafiken. Ich glaube, es gab sogar einen Artikel in der Making Games, wo wir gesagt haben, Parallax-Scrolling. Ja, andere machen, Leute machen halt... Die haben das erfunden, oder? Ja, ich schon, glaube schon, eigentlich, ja. Ich das glaube, das, das gab es vorher so nicht. Nee, also habe ich aber, noch nie gesehen. Also, trotzdem muss man sagen, dass es halt relativ aufwendig war, dann nachher Sedgwick auch hinten über die Brücke laufen zu lassen und so. Ja, stimmt, das war nie geplant und... genau. Ja. Ja, wie eigentlich alle Rätsel in diesem Raum nie geplant waren. Richtig, es wurde ein Gitter noch eingebaut. Von der Status, genau, das mit dem Gitter, diese ganzen Sachverhalte, ja, sind eigentlich hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass der Raum schon mal fertig war und dass wir uns danach halt Rätsel dafür ausdenken mussten. Richtig, aber wir wollten über Norderstedt sprechen. Das passt nämlich perfekt, weil ich glaube, die haben sowas ähnliches in dem Grundprinzip irgendwie bei Norderstedt drin gehabt. Die haben Abschweifung. Aber sie haben gemacht. Genau. Ich kann vieles über Norderstedt, also die Städteplanung, ich habe das in der Schule gelernt, Norderstedt hat die Städteplanung. Mhm. Norderstedt ist ja ursprünglich aus 4 Gemeinden entstanden. Wusstest du das? 5, nee, glaube ich. Nee, 4. Haxheide, Glashütte, Glashütte, da war ich mal. Und, ach, eigentlich wollten wir doch erst im übernächsten Bild was über Norderstedt erzählen. Richtig, da müssen verdammt, wir jetzt hören wir auf. Okay. Schade, keine Spoiler. Vielleicht kann ich das zweiköpfige Monster hier mit der Figur. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Wenn ich die Wohnwagen entmose, benutze ich immer ein feuchtes Tuch. Das haben wir. In der Stuch. Ja, das könnte klappen. Nanu, was haben wir denn da? Oha, ein Loch. Da passt doch bestimmt die Kräte rein. Das passt hier nicht. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Okay, wir haben eine Schüssel aufgesammelt. Einen Schlüssel haben wir nicht, soweit ich weiß. Hier fehlt offenbar etwas. Eine Art Schlüssel? Was haben wir denn? Nein, Moment. Was haben wir denn? Was haben wir denn da? Mist, warum kann ich nur nicht pfeifen? Tja. Loch und hier Wappen. Fehlt offenbar eine Art ein Wappen. Das ist das Wappen des Königs. Ich habe das Bedürfnis, ihm ebenfalls die Zunge raus, aber das wäre... Das kann ich nicht mitnehmen, es ist in den Stein. Okay, Bestrohr. Brauche unsere Art Schlüssel. Ich hab keine Ahnung, wo wir das finden. Von Baumruinen, Zirkushöhle. Zurück zum Zirkus vielleicht. Und da mal nachschauen. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Ein furchteinflößendes Monster, denke ich. Ha! Das soll ein Monster sein? Früher hatten wir noch richtige Monster mit 2 Köpfen und messerscharfen Zähnen. Wir konnten dir mit einem einzigen Blick die Schuhsohlen in Brand stecken. Da war die Welt noch in Ordnung, nicht wahr? Ach ja. Ihm vielleicht. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Tja, vielleicht fragen wir nochmal den Wandersmann. Am Ufer hier, den Kollegen. Die Bauten. Nimm es weg! Nimm es weg! Hey, willst du etwa mein Kunstwerk beleidigen? Kunstwerk?
Es erinnert eher an ein schreckliches Monster. Danke. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben. Ja. Sedgwick, psst, hast du das auch eben gesehen? Was? Ich glaube, es sind die Askil. Sie haben mich gefunden. Ach, so ein Unsinn. Du bist wirklich der größte Feigling, der mir je untergekommen ist. Aber sie sind hier. Ich bin mir ganz sicher. Ich muss fort, so schnell wie möglich. Wenn die Askil den Flüsterstein in die Hände bekommen, ist alles verloren. Warte noch. Ich bin hier. Sag mal, wegen dieser Shana. Ja, was ist mit ihr? Wo finde ich Shana noch gleich? Ich weiß nur, dass sie irgendwo in der Nähe in einer Hütte wohnen soll. Aber alles, was es hier zu geben scheint, ist Wald, Wald und nochmals Wald. Die einzige Ausnahme scheinen diese Ruinen im Westen zu sein. Und vielleicht schaust du dich auch noch einmal bei der Höhle im Osten oder bei dem hohen Baum im Süden um. Ich hab dir alles auf deiner Karte eingezeichnet. Okay, das hilft nicht wirklich weiter. Genug von Shana. Lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Ich habe in den Ruinen etwas entdeckt. Eine Art Mechanismus. Einen Mechanismus? Den muss ich übersehen haben. Da war auch eine Fassung für einen Stein. Eine Fassung, sagst du? War ein königliches Wappen daneben? Ja, woher weißt du das? Donnerlittchen, Sedgwick, das muss die geheime Passage zu Shanas Hütte sein. Nun, sehr schön. Leider ist sie versperrt. Mag sein. Aber wir haben den Schlüssel. Solche Wappenschlösser gab es früher im ganzen Königreich. Ich bin mir sicher, dass der Flüsterstein dort passt. Der Flüsterstein? Na dann, worauf warten wir noch? Okay. Das heißt, nein, warte. Jetzt hätte ich vor lauter Aufregung doch beinahe die Askil vergessen. Die dürfen mich auf keinen Fall finden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn du mitkommst. Doch, ich bleib lieber hier. Dann gib mir doch mit, wenigstens dann den Stein. Ich könnte hier allein mit Shana reden. Was? Unmöglich. Ich kann dir doch den Flüsterstein nicht geben. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Was, wenn du einen Fehler machst? Wenn du mir den Flüsterstein nicht gibst, finden wir Shana nie. Du kannst den Flüsterstein nicht bekommen. Der Stein wurde mir persönlich anvertraut. Ich habe versprochen, ihn nicht weiterzugeben. Okay. Aber du hast mir auch versprochen, dass wir zu Shana gehen. Das stimmt zwar, aber... Dann gib mir den Stein. Wir sind doch quasi ein Team. Oder habe ich dir etwa nicht geholfen? Naja, schon. Außerdem habe ich diese Vision. Ich bin mir sicher, dass sie etwas zu bedeuten haben. Das kann doch alles kein Zufall sein. Komm schon, gib mir den Stein und ich finde Shana. So schnell werden dich die Askel hier sicher nicht finden. Ah, das ist ein Fehler. Aber nun gut. Ich werde dir den Flüsterstein anvertrauen. Danke, du wirst es nicht bereuen. Bitte beeil dich, Sedgwick, und hüte den Stein wie deinen Augapfel. Wenn ihm etwas passiert, sind wir alle geliefert. Wir werden uns beeilen. So zu den Ruinen. So, da passt der Flüsterstein rein. Ins Loch. Wusste ich doch, er passt. Oha. Hey, was ist das? Ein Erdbeben? Das Tor öffnet sich. Oh nein, pass auf. Aus! Nicht Spot! Spot! Ach du Schreck. Was? Was hast du nur getan? Oje, oje. Das sollte ich lieber Bobby beichten. Hm? Was? Was war das? Besser als wenn er in den Abgrund gerollt wäre. Wäre noch schlechter.